Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Schön, da war ich ganz kurz stumm. Meine Damen und Herren, haben wir gleich hier die Mission abgeschlossen. Und dann nehme ich an... Obwohl, nee, der erforscht das jetzt gerade erst, glaube ich. Ja, Methaneis, genau. Und ich nehme an, wir müssen das Methaneis dahin bringen und dann wird er uns sagen, wie geil wir sind. Ja, keine Ahnung. Haben wir jetzt irgendwas Minus, außer das, was wir sowieso nicht produzieren? Momentan sieht es ziemlich gut aus. Trotzdem denke ich, wir haben hier immer noch eine Minusbilanz. Minus 18.000. Das wird auch nicht besser, ne? Projekt gesperrt. Aber wir haben auch nur 4.000 Leute dort. Das musst du mal reinziehen. Ich mag die Art, wie sie ihre Geschäfte abwickeln. Ja, mir wurde gesagt, dass ich sie hier finde. Ich habe einen Auftrag, der ihre Kragen weiterhaben sollte. Andocken erfolgreich. Space Shuttle dockt an. Das Problem ist hier, dass wir halt einfach nicht das machen können, was wir wollen. Die Forschungen laufen gut, aber ich lebe nicht nur für meine Arbeit. Ja, du willst noch Luxuskost, Quantencomputer? Ich könnte die Geheimhaltung könnte ich dir bieten. Alles gut, alles gut. 500 Strom. Das kostet 250, das könnte man noch stemmen. Mit seiner Logistik, ich glaube es nicht. Das sind ein paar Nubbels hier, ey. Das muss in einem Gebiet sein, wo möglichst viele Leute sind. Das macht sich halt allgemein hier in diesem ganzen Gebiet schlecht. Das kostet 50.000 und 20 davon. Und wie gesagt, das macht sich halt relativ schlecht. Das ist aber direkt 97% versorgt. Whatever. Wahrscheinlich hat das hier nicht so hohe Anforderungen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das so. Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt meine einzige logische Erklärung dafür. Leck mich doch am Arsch. Das kann nicht sein. Problem ist, dass du halt hier für die auch, du hast ja immer Unterhaltungskosten für die Leute. Keine Wärmequelle, jawohl. Die geile Planung, ne? Was soll ich sehen?
Die haben ja dann da hinten immer keinen Anschluss. Das vergesse ich jedes Mal, wenn ich sowas baue. Er denkt auch an sowas. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das Gebiet hier ist echt penetrant. Ja, du halt auch nicht bauen kannst, wie du lustig bist. Du kannst halt nicht so geile Parks bauen mit Dutzenden von Einwohnern oder Tausenden von Einwohnern letztendlich. Halt. Und du musst halt immer gucken. Was soll man sagen? So glücklich wie ein Honigkuchenpferd. Minus 6 Konserven. Die logische Konsequenz. Und jetzt geht der Fisch wieder zur Neige. Oh, Alter, ohne Witz. Das ist ganz schön belastend. Aber ich glaube, wir haben auch genug. Strom etc. Ich wollte gerade sagen, die wollen ja gar keine Dings haben. Das kostet Versorgung, Geheimhaltung. Es gibt auch nur ein plus 10. Das heißt, wir müssten da sogar mehr wie 1 bauen. Das ist schon ganz schön assi. Super Kühler. Hygienikanlage. Die bauen wir ja. Die Superkühler, die haben wir ja, glaube ich. Die werden ja, wo werden die doch gebaut? Hier werden die doch gebaut. Also unsere Kryogenik arbeitet. Achso, ich muss hier immer noch schleppen, ne? Na, vergiss das immer. Der Umfang ist auf jeden Fall brutal. Ich glaube, unsere Bilanz hat sich jetzt eher noch verschlechtert. Ja. Weil wir halt immer mehr Gebäude bauen. Ja, kommt da nicht raus. Das Gebiet ist halt nicht dafür ausgelegt. Guck mal, hier haben wir so viel Bauland, aber wir müssen das halt irgendwie. Du kannst das, wenn du irgendwie das beheizen könntest. Ohne da Industrie sind befestigt. Zu haben. Das wäre ultimativ, weil dann könntest du das halt erhitzen, ohne zu bauen. Also ohne, ne? Was schon. Wobei ich sagen muss, ich habe das halt auch nicht optimal angeordnet. Also man könnte das noch besser lösen. Als muss ich halt zu dem sein. Wie das hier zum Beispiel, das ist halt optimal gelöst. Wir haben übrigens minus Methaneis und minus Stimulantien. Mega. Minus Stimulantien kann ich beheben, indem ich hier noch welche dran setze. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. Genau, da kommt nämlich das wieder. Problem ist, hier kann ich auch noch Methan. Da mal plus 2. Ich kann aber keine Dings hier mehr rausholen. Also meine Korallen sind ausgelastet, ja. Das ist schon mal nicht gut. Also ich habe hier keinen Platz mehr für Korallen. Ich weiß nicht, ob hier in der Insel immer noch Platz, glaube ich. Ja, das ist ja auch nicht das Ziel, dass sie alles zuclustert mit diesen Korallendingern, aber scheinbar wollen die das so.
Dann soll es so sein. Und da fehlt die Logistik wieder. Ich kotze ins Essen. Und das kostet auch noch so viel. Okay. Logistiknetzwerk überlastet. Ja, bleib doch mal ruhig. Ich warte auf mein Geld da. So kann ich jetzt hier mal abdocken. Großartig. Sie haben die Mission erfüllt. Ja. Ist ein Traum, oder? Auch mit zwei funktionierenden Kanälen erfüllen wir kaum die Nachfrage. Seaman International wird die Errichtung eines dritten, kürzeren Kanals vorbereiten. Sie hören von mir. Ich will nur, dass sich der komische andere Typ da meldet und da ausflippt. Shuttle kommt planmäßig an. Jetzt walkt er wahrscheinlich hier zu dem Kanal mit seinem Schiff. Das wird man irgendwo sehen. Irgendwo wird er sein. Oder fliegt er einfach hin. Kann auch sein. Er ist schon da. Der Bau der dritten Route verlangt eine gewisse Sorge. Ah ja. Eine Sorgfalt, die wir nicht bieten können, wie ich das so sehe. Dann gehen wir mal in unsere geile Raumstation. Neubau und Biotech. Neue, alle Systeme laufen rein. Ja, jetzt haben wir den Biotech-Komplex. Also wir haben jetzt den Biotech und dann haben wir hier den Elektronik. Beides mit Physikern. Da können wir uns nämlich aussuchen. Alle Systeme laufen reibungslos. Sei mal ganz ruhig jetzt hier. Die Schwerindustriekammer? Nee, das ist ja nicht das, was wir wollen. Biotech-Komplex. Elektronik-Reinraum. Energiecluster. Also hier der Biotech-Komplex. Erhöht Produktion von Biotech-Anlagen. Das kostet natürlich überhaupt nicht viel. Wir haben übrigens 19 Physiker hier oben, aber nur 4 Biologen. Also, wie kann ich behilflich sein? Ja, kommt drauf an. Wir bräuchten theoretisch noch ein Dings, aber das können wir uns nicht leisten. Alle Systeme laufen reibungslos. Also, wie kann ich behilflich sein? Oh, willkommen! Du kannst sie halt nicht 100% erfüllen, denke ich. Aber so ist schon ganz gut, glaube ich. Also jetzt kann ich mir auch aussuchen, ob ich hier so einen Biotech-Komplex baue. Das würde ich dann hier so einschlagen. Forschung bietet neue Optionen. Aber der ist zu kalt. Gut, ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Wir brauchen wieder eine Schwerkraft. Kommen Sie rein, aber... Aber? Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Das werden wir gleich sehen, Junge. Beachten Sie, Forschungswaren fehlen. Was? Was braucht er denn? Superkühlung. Gut. Ich wollte Ihnen sowieso mein... Gut. Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Ja, aha, okay. Lass mich mal ganz kurz was machen. Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Ist die Frage, kann ich jetzt hier eine Solarzelle dran bauen?
Oh, tut mir leid. Ach so. Natürlich. Erster Flug. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Achso, weil ich den Bilanz habe über... Die Temperatur ist trotzdem zu niedrig. Ja, wir noch ein Schwerkraftlabor haben. Wie gierig ist der denn? Hier, die Dinger sind nicht unbedingt billig, mein Freund. Okay. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Die ist immer noch... Was macht ihr denn? Die Temperatur ist also zu niedrig. Gut. Ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Sie wollen mich sehen. Kann ich das mal ganz kurz abbauen? Vorsicht. Ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Nee, das hat nichts gebracht. Ja? Ja, der sein will, mein Freund. Nein, halt nicht das Aufbereitungssystem, sondern das Kühlmodul. Kann ich helfen? Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Na nee, noch nicht, mein Freund. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Gut, ich wollte Ihnen... Das hat nicht funktioniert. Ich check das hier nicht, wie gesagt. Kann ich helfen? Jetzt hat er aber keinen Connect Gut. zum Gewächshaus. Kann ich helfen? So ist die Expertise aber auf 60 und wenn ich das hier so nehme... Oder? Temperaturen erreichen kritische Stufe. Dann ist es 57, das heißt, wir sind sowieso so besser dran. Ja? Ja... Was würde er haben? Superkühler 1. Achso, Ware auswählen, warte. Arktis. Superkühler. Eins. Oder, ja. Dann nehmen wir mal noch plus. Bis 2, ja. Bestätigen. Neue Transferroute aktiv. Die brauchen wir da eh noch nicht. Ich bin mitten in einem Test. Zuschauer erlaubt. Also, das ist eine nette Überraschung. Was möchten Sie von mir? Ist schön, Sie wiederzusehen. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Das ist doof, Alter. Plus 10% erhöhte. Das könnte durchaus nützlich sein. Das ist ein Drecksvieh. So, ich würde sagen. Als nächstes machen wir dann mal eine Abstecher in die Vanna-Ebene. Bin ich gespannt. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle einmal mehr fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!